Willkommen zurück zu Pokémon Blattgrün. Heute wollen wir die erste Pokémon-Arena hier in Marmoria City machen. Und ich habe meine Pokémon ein wenig trainiert. Michelle ist jetzt auf Level 13, hat Metallklaue erlernt. Das wird auch so eine ziemliche... Das wird auch so ziemlich unsere Geheimwaffe sein. Dann haben wir noch Dontendo auf Level 10, also jetzt ein... ich stehe gerade auf dem Schlauch. Ein... Verdammt. Warte. Ach ja, ein Smetbo. Sorry. Und Tom, Pikachu habe ich ebenfalls auf Level 10 trainiert. Ja. Dann wollen wir mal die Arena machen. Auch wenn ich nicht glaube, dass es klappen wird. Aber... Das werden wir ja sehen, wa? Smetbo wird auch noch so relativ wichtig, denke ich. Hallo! Sieht aus, als hättest du das Scheu zu einem Pokémon-Champion. Ich bin kein Trainer, aber ich kann dir ein paar Tipps geben. Lass mich dir den Weg zum Erfolg zeigen. Alles klar, dann kann es losgehen. Das Pokémon an der Spitze der Pokémon-Liste kämpft als erstes. Wenn du die Reihenfolge der Pokémon änderst, können die Kämpfe leichter werden. Probier es aus, um so deinem Gegner besser zu trotzen. Wie machen wir den? Hey, bleib stehen, du bist noch Lichtjahre entfernt davon, um Rocco zu schlagen. Das sagt der, der einen Kleinstein hat. Michelle, komm, Metallklaue. Schaffst du doch. Guck, Volltreffer down. Sieht gut aus. Das Sandan macht Dontendo fertig. Er soll auch mal zeigen, wie stark er ist. So. Genau, er hat Konfusion erlernt. Also mit Konfusion könnten wir Dings trotzen. Wie heißt da? Rocco. Also, wir setzen Konfusion ein. Dann setzt er Geduld ein. Wahrscheinlich. Gehe ich jetzt mal davon aus. Und dann, wenn ich merke, aha, Geduld zieht, setze ich Pikachu ein, weil der wird in dieser Arena überhaupt keine Chance bekommen, weil Elektro überhaupt nicht gegen Stein und Boden effektiv ist. Null Schwäche hat Boden. Andersrum ist aber Stein und Boden sehr effektiv gegenüber Elektro, also ja. Das ist auf jeden Fall überhaupt nicht die Arena für Pikachu, vor allem weil der nur eine Elektroattacke drauf hat, und zwar Donnerschock. Aber ich meine, dass Rocco mit einem Kleinstein anfängt. Genau das Richtige für Glumanda. Glurak. Ja. Ich bin der Arenaleiter von Marmoria City, Rocco. Meine Devise ist eine steinharte Verteidigung und Felsenflässe. Felsenfeste Entschlossenheit. Deshalb trainiere ich Stein-Pokémon. Willst du es immer noch mit mir aufnehmen? Okay, zeig mir, wie gut du bist. Ja, wie erwartet fängt er mit seinem Kleinstein an. Dann hat er noch ein Onix und genau dieses Onix, das wird heftig. Das wird heftig, das Onix. Oh, shit. Ja. Setz einen Igel ein, das ist super. Super. Mach nochmal mit. Nein, warum geht die daneben? Ach, wenn es nur Tackle einsetzt, ist es nicht schlimm. Dann ist es nicht schlimm. Oh, fuck. Mach doch nicht einen Igler. Zieh den Kampf nicht unnötig in die Länge. Komm, Volltreffer bitte. Ja, auch gut. Macht er nochmal einen Tackle, okay. Jetzt
treffen. Fuck! Jetzt macht er einen Igler wetten. Das war so klar. Wenn ich den jetzt mit Dings treffe. Das wird, glaube ich, nicht reichen. Ah, doch, so gerade eben. Shit. Oh, Kacke. Jetzt kommt sein Onyx und das wird hart, Leute. Aber ich bin zuversichtlich, dass... Na, der ist schneller. Oder? Nein, sauber. Geil. Jetzt zieh so drei Viertel. Joa, ne, drei Viertel, ein Viertel. Peltra. Shit. Tschüss. Tschüss, Glumanda. Oh, es hat überlebt. Es hat überlebt. Kacke. Kacke. Nein. Verdammt. Scheiße. Das hat überhaupt nicht so geklappt. Und, naja, daher ist jetzt auch nicht wirklich gut. Also ich könnte die eh nicht senken. Oh, nee. Ja, Attacke geht daneben. Nein. Domten, du bitte überlebt das. Fuck. Okay. Ja, Leute. Wir haben verkackt. Ich weiß nicht, wie wir ihn besiegen können, weil wir haben keinen Beleber. Ja. Ja, es hat keine Wirkung. Deshalb können wir Donnerschock so viel einsetzen, wie es geht. Ich bin dumm. Ich bin echt dumm. Ja, das hat keine Wirkung, aber ich hätte hier Routenschlag machen können. Weil er gegen Pikachu nur Tackle einsetzt. So hätte ich seine Verteidigung ein bisschen senken. Ah. Dann hätte Dings den Down gekriegt, Glumanda. Dang it. Ja, da habe ich mich jetzt verpokert. Ja, jetzt ist es paralysiert, alles klar. Ja. Ich habe jetzt Geld verloren, ist mir egal. Wir machen das jetzt nochmal. Ganz schnell dahin. Ja. So, Kleinstein. Teilklaue. Ich mache einen Igler. Gut, das ging jetzt schnell. Jetzt. Ja, Onyx. Dafür geht Tom jetzt rein. Und wir machen es jetzt so taktisch, wie ich es gesagt habe. Tom, du bist jetzt unser, in Anführungszeichen, Staller, weil du opferst dich und setzt Routenschlag ein. So oft wie es geht, bis du tot bist. Damit Domtendo dich versuchen kann, down zu kriegen halt. Weil er damit eventuell nicht rechnet. Und ja. Und das ist perfekt. Das könnte nämlich heißen, dass Domtendo dadurch zuerst angreift, weil man bei Paralyse halt drei Viertel seiner Init verliert. Das ist super. Dieser Kampf läuft jetzt schon viel besser. Und das Felsgrab geht zum Glück daneben. Ich wurde gerufen. Wartet. Ja. So. Nochmal Routenschlag, genau. So oft wie es geht. Ja, der kann jetzt schon gerne sein Feldgrab verschwenden. Kein Problem. So, Domtendo. Jetzt du. Ist gut. Konfusion trifft. Zieht ein bisschen ab, ja. Feldgrab geht daneben. Super. Tackle gar nichts, hat eine Verteidigung selber. Konfusion. Nochmal. Los. Feldgrab trifft. Shit. Domtendo, du bist down. Egal. Super Job. Gut gemacht.
Metallklaue ist physisch. Ich habe die physische Verteidigung gesehen. Also dürfte Metallklaue. Theoretisch dürfte das reichen. Müsste reichen. Jetzt brauchen wir auch Glück mit Volltreffer. Ja! Sauber. Das ist gut gelaufen. Yes. Das hat super geklappt. Ich habe dich falsch eingeschätzt. Nimm den Felsorden als Zeichen meiner Dankbarkeit. Ich finde die Musik richtig episch nice. Ist ein offizieller Orden der Pokémon-Liga. Die Pokémon, die Personen, die den Orden tragen, werden stärker. Von nun an können deine Pokémon jederzeit Blitz einsetzen. Natürlich muss die Attacke beherrscht werden. Warte, nimm das hier mit. Das ist Felsgrab, oder? Ja, TM darf nur einmal benutzt werden. Ja. Geil. Du scheinst ein sehr begabter Pokémon-Trainer zu sein. Geh in die Arena von Azure City und teste dort dein Können. Alles klar. Warte. Beutel. Kann jemand das lernen? Ich gehe jetzt mal davon aus nicht, aber... Nee. Okay. Dann gehen wir weiter. Natürlich erst heilen, aber... Ich bin auch froh, wenn wir ab jetzt sofort endlich, wie heißt es, Dings einsetzen können. Genau, die Turbo-Treter, die bekommen wir jetzt nämlich. Was geil ist. Und so. Halt. Ja, das ist ziemlich nice. So. Gehen wir in die Richtung, in die wir eh schon wollten. So, da ist der Assistent. Pokémon. Trainieren. Den. Dich. Oh, Justin. Ich bin froh, dass ich dich erwische. Ich bin Assistent von Professor Eich. Ich wurde gebeten, dir das hier zu bringen. Danke, danke. Drücke den B-Knopf, um zu rennen. Aber nur wenn Platz da ist. Nun, ich muss ins Labor zurück. Bis die Tage. Ja, danke schön. Ein Brief ist dabei. Hallo Justin. Hier ein paar Turbo-Treter für meinen geliebten Trainer. Denk daran, ich drücke dir stets die Daumen. Gib nie auf. Deine Mama. Ah. Route 3. Ja. Auf dieser Route werden wir einige Trainer antreffen, die wir natürlich alle besiegen wollen, weil, ja, wir wollen die Erfahrungspunkte haben. Damit wir in der Arena von Azuria City gut durchkommen. Da wollen wir vor allem unser Pikachu. Brauchen wir vor allem unser Pikachu. Ja, wobei, kurz davor kriegen wir noch ein neues Teammitglied. Sehe ich gerade. Welches? Das verrate ich nicht. Ja, wobei, könnten sogar zwei sein. Dann kriegen wir ja voll früh schon unser Team zusammen. Nice. Nintendo schon Level 11. Cool. Das ist cool. Ja. Wir werden relativ früh alle Teammitglieder zusammenkriegen. Das finde ich gut. Ich werde natürlich nichts verraten, aber das wird sehr früh sein. Ja. Ziemlich früh. Und wir werden, wie ihr sehen könnt, zwei Flug-Pokémon im Team haben, aber das ist nicht schlimm. Denn Smetbo kann Fliegen nicht erlernen und Glurak schon. Deswegen ist geil.
Ja. Volltreffer. Nice Sü. Hornleo. Ja. Hornleo. Ach, Corneo ist Gift? Ja, sicher. Konfusion, los. Weil Konfusion ist sehr effektiv. Wegen Psycho auf Gift und so. Ja, das haben wir weggeraped. Ziemlich geil. Und das Raufi. Komm Michelle, du darfst auch noch mal ran. Los! Mach Blut. Rape ist weg, los. Jetzt auch noch mal deine EP. 112. Na, du hast mich schon wieder besiegt. Ich hab dich noch gar nicht besiegt, nicht ich wüsste. Na, diesen Trainer werden wir dann im nächsten Part besiegen. Also, wenn euch dieser Part gefallen hat, dann Daumen nach oben, wenn nicht Daumen runter. Im nächsten Part, ja, machen wir, wie schon erwähnt, diese Route zu Ende und betreten den Mondberg. Also, bis dann und ciao!